Heute bin ich hier in Flensburg bei einem sehr bekannten Unternehmen, was inmitten eines Transformationsprozesses Nachhaltigkeit steckt. Vielleicht erkennt ihr es ja an diesem Geräusch. Plopp. Mehr als Bier. Die 1888 gegründete Flensburger Brauerei produziert neben Bier auch Fassbrause und Wasser. Und das nachhaltig. Das Unternehmen setzt auf ein umfassendes Transformationskonzept mit zahlreichen Maßnahmen, wie etwa einer eigenen Photovoltaikanlage. So kann der CO2-Ausstoß immer weiter gesenkt werden. Ziel der Brauerei ist die CO2-neutrale Produktion aus eigener Kraft. So, liebe Silke, ja. Transformationsprozess. Was habt ihr vor und welche Schritte setzt ihr um? Ja, wir haben letztes Jahr unser Transformationskonzept entwickelt und wir haben in diesem Konzept mehr als 25 unterschiedliche Maßnahmen beschrieben. Und diese Maßnahmen setzen wir jetzt kontinuierlich in den nächsten Jahren um. Wir nutzen unsere Dächer für die Photovoltaikanlage, mit der wir dann eben halt Strom produzieren und die dann das Wasser erwärmt, was wir speichern. Und wir können damit dann eben halt die nachgelagerten Prozesse in Abfüllung und Produktion damit versorgen. Das Thema Nachhaltigkeit habt ihr auch auf eure Fahne geschrieben. Wir sind wirklich ein Traditionsunternehmen, das in die nächste Generation denkt. Und wir versuchen wirklich ressourcenschonend eben mit der Umwelt umzugehen. Aber wir streben an, eben bis 2045 klimaneutral zu werden. Für uns gehört zur Nachhaltigkeit auch der Einsatz von lokalen Rohstoffen, wie zum Beispiel die Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Wir setzen eben halt auf Mehrwegflasche mit einem langlebigen Bügelverschluss. Und wir sparen jedes Jahr dann, wenn wir auf unsere Abfüllmengen schauen, 150 Millionen Kronkorken. Silke, ihr habt ja auch ein ganz breites Produktpalette unter dem Plopp. Ja. Es ist ja nicht nur Bier, wie du eben beschrieben hast. Welche Produkte habt ihr da? Ein alkoholfreies Sortiment? Wird das weiter ausgebaut? Ja, natürlich haben wir auch ein alkoholfreies Sortiment. Einmal die Fassbrause und dann haben wir noch das Wasser, das Radler alkoholfrei. Und wir haben auch für die Zukunft ein paar neue Produkte geplant. Wir sind aber noch mitten im Entwicklungsprozess und insofern, Klaus, kann ich darüber noch nicht sprechen. Aber verraten können wir, dass die Flasche auf jeden Fall plopp macht. Also die Flasche wird immer ploppen, weil bis plopp ist unsere DNA. Ist denn die Flensburger Brauerei ein guter Arbeitgeber? Also wenn du mich fragst, ja, wir haben viele Mitarbeiter, die unglaublich lange schon bei uns arbeiten. Als ich hier zur Flensburger Brauerei kam und in einer Einarbeitung war, da habe ich den einen oder anderen Kollegen getroffen, der hatte ein Tattoo an der Wade und da stand Flens drauf. Also ich glaube, mehr Identifikation kann man kaum erwarten. Das macht mich echt stolz, dass wir so eine hohe Verbundenheit haben und so viel Einsatzbereitschaft bei den Mitarbeitenden. Ich frage mich allerdings immer, klappt das immer mit dem Plopp? Aber absolut, Klaus. Du musst nur die richtige Temperatur haben. Bei 7 bis 8 Grad ploppt es immer. Und wenn du Wasser in der Hand hast, wird es auch aufgrund der Kohlensäure immer ploppen. Zum Danke. Wohl. So, das war heute mein interessanter Besuch hier bei Flensburger Brauerei. Großartiges Erlebnis, traditionreiches Unternehmen, was aber in Nachhaltigkeit investiert. Also ein Unternehmen aus gestern, was nach vorne schaut, um voll im Morgen anzukommen. Ein Sympathieträger für unser Land und wie wir alle wissen, wenn es plopp macht, dann ist es ein Flensburger.